Hogwarts. Ja, das war ja spektakulär. Kommen wir denn hier rein? Lässt sich nicht ohne Schlüssel öffnen. Na gut, dann wohl nicht. Dann laufen wir mal schön weiter. Und jetzt achte mal da vorne auf diese lustigen Glühwürmchen. Ah, okay, da kommt eine Cutscene, meinetwegen. Oh nee, Skelette. Die stärksten normalen Gegner in Arcus. Stirb, Skelett. Unser erster richtiger Kampf. Okay, die Wölfe am Anfang. Die waren ja nicht so besonders. Was ist mit dem Skelett? Stirb. Warum löst sich das nicht auf? Na, da hat's der Hund gemacht. Und man merkt schon, das ist wirklich einfach nur ein Hack'n'Slay vom Kampfsystem. Und wenn man eben Schaden kriegt, dann färbt sich der Bildschirm rot. Und wenn man dann abhaut, dann regeneriert man wieder Gesundheit sehr schnell. Oder wenn man einen Heiltrank trinkt, und das war's dann eigentlich auch schon. Mag ich persönlich nicht so sehr. Da präferiere ich lieber ein anderes Kampfsystem. Aber, ja gut, was will man machen, ne? Passt auf jeden Fall schon. Wenn euer Hund bellt, hat er etwas gefunden. Folgt ihm, um mal herauszufinden, was es ist. Das ist ja sehr originell und haben wir irgendwie noch gar nicht mitbekommen. Weil er euch irgendwie dreimal gebellt hat. Grabungsort. Das Lustige ist, man kann auch erst anfangen zu graben, wenn der Hund angefangen hat zu graben. Und manchmal fängt er einfach nicht an, obwohl er schon da steht. Am richtigen Ort. Das ist auch wieder eine sehr lustige Sache. Oh, 50 Gold. Oh, 410. Ich glaube, das reicht doch nicht ganz für ein Haus. Und was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Tür. Die wir wahrscheinlich auch noch nicht öffnen. Oh, die wir schon öffnen können. Okay. Ist aber nicht auf dem regulären Weg, wie ich denke. Ein Schatz. Ja, gut, da gehen wir gleich rein. Und da unten ist eine goldene Tür. Schon wieder. Die kann man aber nicht öffnen. Außerdem kommen wir eh nicht hin. Also von dem ist ja egal. So, unser Hundi hat wohl wieder einen Schatz gefunden. Oh, ah, da. Ah, ist es jetzt diese Tür, die wir vorher nicht öffnen konnten? Wo wir den Schlüssel brauchen? Hm, das werden wir wohl gleich herausfinden. Erstmal gucken wir, was in der Kiste ist. Ein Gagat. Wow. Ja, gut, da kommen wir jetzt auch nicht rein. Und generell finde ich die Items in Fable 3 irgendwie... ja, nutzlos. Das kann man eigentlich schon so sagen. Gagatze und das andere Zeug kann man, ja, meinetwegen kann man verkaufen. Kriegt man ein bisschen Geld dafür, aber die Haupteinnahmequelle sind eh die Immobilien. Wenn man da mal ein paar kauft, dann hat man exponentielle Steigungen und da kann man sich schon denken, wie es dann abgeht. Nach einer Weile. Und dann gibt es noch Rüstungen und so. Da kommen wir aber später dann auch noch dazu, natürlich. Die haben aber auch keinen Rüstungswert. Was ich sehr schade finde. Ah, ein Siegel oder ein Kreisel. Um einen Zielzauber auf den Kreisel zu wirken, drückt 2 oder wählt mit dem Mausrad den Magiemodus. Drückt dann linke Maustaste, während ihr zum Kreisel blickt. Ja, das können wir ja mal geschwind machen. Und da kommt auf einmal eine Treppe nach oben geflogen, natürlich. Die Rüstungen, die haben wirklich nur ja, den ästhetischen Wert oder eben meinetwegen, um ein Achievement freizuschalten. Oh, da kommen gleich Skelette. Da können wir schon mal aufladen. Bam! Und da kommen schon die nächsten. Das finde ich sehr schade. Ich mag es, wenn man auch irgendwie was merkt, wenn man was ändert am Charakter. Vor allem eben bei diesen... Ja, gut, wir können auch ausweichen. Das ist ja alles interessant. Ich will zu der Kiste. Ah, guck mal, da ist auch eine Kiste. Vor allem mit so Rüstungswert und sowas. Nicht nur, dass es halt meinetwegen anders aussieht.
Finde ich sehr schade. Und dann die Heiltränke und so. Ja gut, das geht doch alles ohne Militärhandschuhe. Da sind wir schon mal bei der Rüstung. Ja, ein Kleidungsstück. Mehr auch nicht. Aktivieren wir hier mal diese Dreiecke einfach, indem man drüber läuft. Und schnetzeln hier mal die Skelette ab. Und dann eben noch diese Tropas, Gagate und so, die man da verkaufen kann, kriegt man ein bisschen Geld. Ja, super. Wow, das war's dann auch schon. Die einzigen Items, die meiner Meinung nach was bringen, sind die Heiltränke. Ja, Hund, lauf halt einfach über die Luft. Bist nicht Jesus und wir sind hier nicht in einem Schwimmbad. Wie man eventuell schon sieht. Alter, warum kann ich nicht die ganzen Dreiecke auf einmal benutzen? Später geht es. Ich will da rüber zu der Kiste, meine Güte. Ja, nicht zu der. Sag nicht, die werden dann nicht mehr reaktiviert. Oder dass ich die nicht mehr aktivieren kann. Ist ja blöd. Zeitverzögerungstrank. Ja, super. Zeitverzögerung. Kann ich auch einmal kurz eine Sekunde weglaufen, wenn ich die Zeit brauche. Ich hatte es in meinem alten Spielstand so, ich hatte die Tränke nie benutzt, bis auf den Bosskampf, also den Endgegner quasi. Einfach weil ich dachte, oh, der wird es bestimmt voll schwierig. Habe ich ein paar Tränke reingehauen und dann war es auch schon wieder vorbei, der ganze Bosskampf. Also das Spiel ist wirklich sehr einfach. Gut, man könnte natürlich auch den schwierigen Modus wechseln, aber muss jetzt nicht auch unbedingt sein. Bleiben wir einfach mal auf dem normalen. Ich will da zu der Kiste. Ja, Hund kann da drüber laufen. Und wo sind diese Dreiecke, Mann? Oder kann man nur eine von diesen Kisten holen? Ach, guck mal, hier kann man auch noch holen. Das ist ja interessant. Hätte ich fast übersehen. Ja, also wie gesagt, als Fazit meiner monologisierenden Abhandlung, die Items in Fable 3 sind leider allesamt nutzlos. Schmuck. Mhm. Wenn man Beziehungen pflegt. Ja. Genau. Später. Da kommen wir sicherlich auch noch dazu. Hatte ich persönlich in meinem Spielstand sehr vernachlässigt eigentlich. Hatte ich erst ganz am Ende vom Spiel, als ich es schon durchgespielt hatte. Einfach nur, um zu sehen, wie das aussieht. Ja, da kommen wir leider nicht hoch. Müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen laufen. Und ja, dann war es das halt auch schon. Das werden wir aber in unserem Let's Play ein bisschen anders machen. Aber alles zu seiner Zeit. Ich will da runter. Ah, er scheint eh bei einem Vorsprung. Ist der Sprung sicher? Springen. Ja, dann spring doch. Suspekt. Das heißt, mit dieser Sache ist es auch etwas neu für mich. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Tauchen. Wuhu. Platsch. Halte beim Schwimmen Umschalt gedrückt, um schneller zu schwimmen. Ja, genau. Wie eben beim... Oh, jetzt ruckelt es ein kleines bisschen. Ja, im Hintergrund lade ich gerade was hoch. Und zwar die zweite Folge von Fable 3. Hier können wir wohl nicht graben oder sowas. Deswegen nicht wundern, falls es mal etwas ruckelt. Ja, okay, es wird wahrscheinlich eh die ganze Zeit ruckeln, weil... Ah, guck mal, hier können wir auch noch tauchen und uns was Tolles holen. Ein Amethyst. Juhu. Weil ich nehme jetzt hier ungefähr mit 20 Frames auf. Oder im Moment jetzt 23. Je nachdem, was auch gerade passiert. Drückt zum Wirken eines Zielzaubers auf die Tür und haltet linke Maustaste gedrückt, um den Zauber aufzuladen. Lasst dann linke Maustaste los, während ihr zur Tür blickt. Wenn ihr euch im Nahkampf- oder Fernkampfmodus befindet, müsst ihr zuerst 2 drücken oder den Magiemodus mit dem Raushalt auswählen. Bam! Hä? Was war da jetzt irgendwie? Ach, ist doch egal. Ja, genau, mit dem Aufnehmen hatte ich ja ganz am Anfang vom Display schon mal erwähnt, weil mein Rechner mit Fraps das zusammen nicht unbedingt packt.
Ich muss mal, weil der auch schon ein paar Jährchen alt ist, muss ich echt mal schauen, ob mir vielleicht, keine Ahnung, zum 18. Geburtstag oder so einen richtig schönen Custom-PC oder so leiste. Weiß ich nicht genau, weil ich hatte ja zu Weihnachten, wie der ein oder andere eventuell mitbekommen hat, ein schönes Mikrofon mit Mischpult und dem ganzen anderen Zeug geleistet. Oder gegönnt. Und noch viele andere Sachen, was sehr teuer geworden ist. Und allzu viel Geld habe ich natürlich auch nicht. Und dann kommt doch irgendwann ein Führerschein. Und wenn man da noch was zahlen muss, dann ist das alles sehr arg. Können wir hier graben? Jawohl, habe ich es auch gewusst. Deswegen eventuell irgendwann ein richtig schöner PC. Und dann kann man auch hier auf geilster Grafik und alles spielen. Aber ich meine, wenn nicht unbedingt ein riesiger Kampf ist, oh, wir haben Geld. Da können wir mal geschwind schauen, ob wir uns hier jetzt was Gescheites kaufen können. Und dann haben wir wenigstens ein paar Einnahmen. Der Zustand des Hauses 1% ist aber nicht gut. Das andere kostet aber auch viel mehr, 11%. Ja, geht man hier einfach mal alles aus. Ah, wir können doch gar nichts kaufen. Was? Wir können noch nichts kaufen. Ja, super. Dann hat sich die ganze Sache schon mal erledigt. Wahrscheinlich erst, wenn wir Sabine dann das Zeug gebracht haben. Nein, wir müssen hier lang. Ja, gut, das hat sich ja mal wieder gelohnt. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, weil man rechnet, es einfach nicht ganz packt mit dem Spiel, das komplett flüssig darzustellen. Okay, das packt auch schon. Merkt man ja, dass es schon flüssig ist, wenn nicht unbedingt eine richtig krasse Kampfszene mit 1000 Spielern oder so ist. Tür ist verschlossen, da kommen wir auch nicht durch, okay. Und da ist auch nichts. Ich glaube, ich weiß, was hier ist. Sollen wir das machen? So, das war's also. Ich schicke dem Architekten die Pläne für die Höhle, finde den geheimen Eingang auf der anderen Seite von Mist Peak, werde von ein paar hohlen Männern fast getötet, stoße mit einem Zeh gegen einen Stein und habe höllische Schmerzen. Und jetzt auch noch das. Ich weiß, hier gibt es einen großen Schatz. Und es hat etwas mit diesen Feuerschalen zu tun. Aber was, weiß ich nicht. Doch ich gehe erst, wenn ich dieses Rätsel gelöst habe. Tja, dann wollen wir mal. Da ist es natürlich auch ein bisschen hilfreich, wenn ich das Spiel schon mal durchgespielt habe. Und zwar, wir haben ja hier so einen schönen Feuerzauberer ausgerüstet. Und hier sind Feuerschalen. Und ich merke, ich werde wie in den anderen Spielen immer abgelenkt von irgendwelchen anderen Sachen, wenn ich gerade etwas erzählen will. Gut, feuern wir einfach mal hier mit unserem Feuerzauber da drauf. Und es brennt. Und wenn wir das jetzt hier bei all den anderen Sachen machen, können wir das eigentlich auch mit so einem Kreiszauber machen? Nein, natürlich nicht. Und da haben wir die Tür offen. Werde ich gleich wahrscheinlich die Liste nochmal ausgraben müssen. Oh, ein Silberschlüssel, das ist ja toll. Also das Spiel läuft schon flüssig, bla bla. Ich will den Schlüssel haben. Gut, die Liste, das ist ja immer noch hier in der Brightwall Academy. Moment. Nach den Treppen geht es links weiter. Ihr bleibt aber vorerst stehen und achtet auf die Tür rechts von euch. Vor der Tür seht ihr 6 Fackeln am Boden stehen, welche ihr anzünden könnt, indem ihr einfach den Feuerballzauber drauf zielt. Nachdem ihr alle Fackeln angezündet habt, öffnet sich die Tür und ihr kommt zum nächsten Silberschlüssel. Den haben wir ja. Wo ist mein Stift? 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 Den Deckel sehe ich. Das ist ja... Ach, da unten. Oh Gottchen. Gut. Moment. Alles klar, jetzt packe ich den
Deckel mal auf den Stift drauf und leg den Stift beiseite. Oh Mann. Es ist alles chaotisch hier. Gut. Von da unten kommen wir wahrscheinlich. Ja, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Haben wir schon mal den nächsten Silberschlüssel. Das ist ja schön. Also, wie gesagt, wenn nicht unbedingt so eine riesen Kampfszene ist oder im Hintergrund irgendwas läuft, dann läuft das Spiel schon flüssig. Nicht unbedingt hier mit 60 Frames oder so, aber vor allem auch wegen Fraps. Ich habe es ja auch probiert mit der Kampfszene und allem. Hab mir auch gemerkt, man kann es auf jeden Fall anschauen, so ist nicht. Aber wenn jetzt hier gerade im Hintergrund lädt alles, da merkt man schon, dass es ein bisschen ruckelt. Aber na gut, ich gebe mein Bestes von meinen Möglichkeiten, ist ja klar. Ich will die Fledermäuse, ich will Gildensiegel. Na, sollen die abholen wahrscheinlich ihre Verbündeten. Oder versuchen, ihre Familien zu retten. Nee, da kommt man nicht hin, die sind zu weit weg. Ah, ah. Irgendwie hier so gastartig kann man das auch nicht machen. Na gut, dann lassen wir das einfach. Aber es ist alles... ja... am Limit, sagen wir es mal so. Aber es geht von der Grafik auch alles. Ist also so ein Kompromiss zwischen... guter Graf oder nee, Moment, da muss man eine logische Reihenfolge machen. Ja komm, graben wir hier erstmal ganz geschwind. Die Skelette können warten. Zeitverzögerungstrank, ich glaube auch, das können wir nicht graben, wenn ein Gegner ist. Das gibt's doch nicht. Jetzt will ich graben, Mensch. Also eben ein Kompromiss aus Ruckeln und schlechter Grafik. Ja, so ist es eben. Und dafür habe ich mal wieder so lange gebraucht, um zu diesem Schluss zu kommen. Ich bin ein wahrer Meister der Erzählungen in einem Spiel. So, jetzt müssen wir aber hier die Skelette auseinandernehmen. Aber wir kommen schon ganz gut voran eigentlich. Ich frage mich, wo das hier noch hinführt und was der Schatz von Sabine ist. Weiß ich nämlich auch nicht mehr. Und wir haben schon 19 Gildensiegel. Die Skelette sind aber nicht allzu stark. Oder wir sind einfach zu gut. Machen wir es mal so. Wenn hier welche kommen sollten. Da sind ja Irrlichter. Na gut, dann machen wir es eben so. Einmal wechseln. Bam. Vielleicht kommen die auch immer nur einzeln oder so. Also erst wenn welche wechseln, kommen die nächsten. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, im Moment sind wir wirklich stärker mit unserem Nahkampf. Mit unserem Nahkampf. Mit unserer Nahkampfwaffe oder mit unserem Hammer. Meine Güte. Die Skelette sind mir echt etwas suspekt im Moment. Laufen wir einfach mal weiter. Allzu viel gibt es ja eh nicht zum Entdecken. Und unser Hundi bellt. Ein Schatz. Ja, zu dem kommen wir wahrscheinlich eh gleich. Ich würde mal sagen, wir müssen hier lang. Aber Hundi hat keine so gute Reichweite eigentlich. Aha, hier braucht... ah, guck mal, da haben wir es doch. Fragt sich natürlich, ob es nun der Schatz ist, den er angebellt hat oder nicht. Auf jeden Fall ist da eine Brücke, die eingestürzt ist und da kommen wir nicht weiter. Es sei denn, wir gehen hier hoch. Das gilt es natürlich herauszufinden. Immer schön abseits des Hauptweges, ist ja klar. Ja, schön an diesem Steinvorsprung, an dieser Steinbalkon entlang. Das ist, wo wir vorhin hochspringen wollten, aber nicht dran kamen, genau. Was mit dieser Kiste da hinten ist? Fällt mir vielleicht von da oben runter? Nö. Ah, keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich entweder die eine Kiste oder die andere. Oh, hier gibt es einen Hebel zum Ziehen. Okay. Vielleicht fährt es ja die eine eingestürzte Brücke hoch. Man weiß ja nie in so einem Spiel.